Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Trainspotter-DL. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem ersten Video. Und zwar fahren wir heute. Moment, muss ich mal kurz alles eingeben. 3, 2, 3, 6. Wir fahren heute. Jetzt fahren wir mal nach Stein am Rhein und lassen dort alle Fahrgäste mal einsteigen. Stein am Rhein ist hier vorne. Moment, habe ich wohl alles richtig eingegeben? Kann ich nicht mal nachschauen, aber egal. Fahren wir mal los. Heute mit dem GTW von Stadler unterwegs. Finde ich mal auch ein Erlebnis, weil ich auf der Strecke, auf einer GKB-Strecke zu Hause bin und ich dann auch regelmäßig mit dem Stadler GTW fahre. Zwar nicht dieselbe Baureihe, aber ja, egal. 60 wollen wir fahren, oder dürfen wir? So sieht die, ich glaube die First Class ist das, oder? Business Class, keine Ahnung. Und das ist die zweite Klasse. Finde ich mal jetzt nicht so toll, muss ich jetzt sagen. Also nichts Berauschendes, aber ja. Jetzt fahren wir hier mal einen Bahnhof durch. Hier müssen wir nicht halten. Nehme ich mal an. Nö, glaub nicht. Ne, müssen wir nicht. Jetzt können wir 85 fahren. Jetzt können wir 50 rauf. Und der Führerstand, der Führerstand sieht ein bisschen ähnlich aus wie der von der GKB, das muss man ganz ehrlich sagen, aber nur ein bisschen Ähnlichkeit besteht, aber ja, das ist jetzt nicht so. Ja, einmal in die First Class. Und am 15.04. werde ich ein Foto-Wettbewerb veranstalten, aber dazu gibt es auch noch mehr Infos dann später mal. Also da gibt es noch ein extra Video dann. Dürfen wir fahren. Genau, stimmt. Ich meine zwar erst ab da vorne, aber ja, fahren wir mal 60 sicherheitshalber. Und der Name Stein am Rhein, der reimt sich auch irgendwie, also ich muss sagen, finde ich irgendwie einen lustigen Namen. Mal ein bisschen bremsen, genau. So, irgendwie hört sich auch die Hupe auch an bei der GKB oder auch bei der SDB, glaube ich jetzt auch. Bin noch nie mit der SDB gefahren und kenne mich auch bei der nicht so gut aus, aber ja. Ist auf jeden Fall sehr geil, die Hupe, ich feiere die. Hier bei der Einfahrt
in Stein am Rhein. Bisschen bremsen. Oh, ich bin, glaube ich, schon ein bisschen zu schnell da. Nee, gar nicht. Ja. Schöner Zug auf jeden Fall. Mir gefällt ja. Ja, hier ist auch die Handbremse und hier kann man sie eben ablegen. Das hier ist der Geschwindigkeitsregler. Also jetzt kann ich hier dann 140 fahren. Jetzt 40, 35, sorry, jetzt ist 40. Da ist die Zielanzeige. Muss man halt einen Code eingeben, den man vorher geschrieben bekommt. Bremse, Funk und ich weiß gerade nicht, was das ist. Zugdatenterminal. Ist die SIFA. Müssen wir eingeben. Und das geht nach Kreuzlingen, das stimmt. Bremse lösen. Dann fahren wir los. Ich fahre immer schön langsam an, damit ich mir das vorstellen kann, dass den Fahrgästen nie was passiert. Zum Beispiel 60 dürfen wir ausfahren. Ja. Vorne ist 80. Und vielleicht müssen wir da vorne auch schon halten in Eschens heißt es dort. Denn hier habe ich hier die H-Anzeigen, wenn die aufleuchten, möchte jemand im Zug aussteigen. Und bevor ich im Bahnsteig bin, ist da so eine weiße Leuchte und wenn die blinkt, dann möchte einer am Bahnsteig einsteigen. So habe ich es halt verstanden. Ja, also musste ich ganz genau schauen, wie ich jetzt ab dem Signal mal von der Bremse runter. Nein, die Hupe, die backt ein bisschen, aber ist auf jeden Fall eine richtig geile Hupe, wie gesagt. Ein bisschen runtergehen vom Gas. Mal ziehen, abbremsen vielleicht. Ah, hier möchte jemand aussteigen. Und bremsen wir mal runter. Ich bin eher mehr der Mensch, der schon vorher ein bisschen bremst, damit ich besser stehen bleiben kann. Ja. Genau. Dann halten wir hier. Ja, das ist ein bisschen verbuggt, aber ja, ich sag mir nichts dazu. Bremse lösen mal. Dann geht's weiter Richtung Steckborn. Die Hupe, die packt wirklich.
noch 80. Na, für ein Thumbnail. Genau. Na, rausgehen. So geht das. Hier vorne sieht aus 60. Jo, wenn ich mich nicht täusche. Das ist der untere See oder Niedersee oder wie der heißt, ich weiß es nicht. Ja, 60. Ganz langsam runter. Ich glaube Niedersee heißt der. Der ist in der Nähe vom Bodensee, wenn ich mich nicht täusche. Also Geografie ist am Start. Muss man auch immer wachsam sein. Und noch etwas zum nächsten Livestream. Der nächste Livestream findet Freitag, dem Moment. Ich glaube 10. Freitag der 10. Wenn ich mich nicht täusche. Um 19 Uhr circa. Ja, die Hupe spinnt. Ich hoffe, dass das irgendwann mal noch gefixt wird. Kreuzling ist 20 Kilometer, also dauert es noch ein bisschen, aber ja, das wird, glaube ich, das kleinste Problem sein. Aber wenn ich dann so über 50 Minuten oder so fahren muss, dieses Szenario dauert ungefähr 35 Minuten, aber wenn ich etwas länger fahren muss, dann wird es in zwei Parts oder in ein paar Parts aufgeteilt. Also jetzt zum Beispiel Hamburg-Lübeck mit dem Regiowagen von der DB, dann wird es zwei Teile geben. Wenn ich drei, ich weiß nicht. Und ja. Aber so kleinere Szenarios wie Hamburg S-Bahn oder so, dann werde ich das auf einem Teil versuchen aufzunehmen. Und ja. Zu den Aufnahmezeiten werde ich im nächsten Video etwas sagen oder werde ein extra Video machen, ein kurzes, und ja. Oh Mann, ja, ich komme ziemlich oft an mein Mikro und das fuckt dann schon ein bisschen ab. Vorne ist auch schon Steckbohren. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Streckenwünsche,
Bilderwünsche auf Instagram oder so habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare dazu. Und ja, wie gesagt, am 15. ist der Bilderwettbewerb und dazu am Freitag am Livestream mehr. Weil ab Freitag könnt ihr teilnehmen. Und ja, das rote Signal sieht aus. Müssen wir halten. Und wir müssen sowieso halten, aber können auch nicht weiterfahren. Oh Mann. Mal runterbremsen. Ich hoffe, dass hier auch nichts verbuggt ist. Zum Beispiel jetzt, dass Türen jetzt auf der falschen Seite aufgehen, wie jetzt in Stein am Rhein. Oder wo das war. Oh, hier kommt der Gegenzug auch schon. Wieder auf der falschen Seite, wo auch sonst. Wir können wieder weiterfahren. Oder? Moment. Ja, komm weiter. Das sieht so aus. Mal bremsen lösen. Fahren wir weiter. Screenshot. Diese Hupe. Circa 13 Minuten wären wir in Kreuzlingen. Ungefähr. Oh Mann, mein Sessel quietscht.
weg. Schöner Screenshot nochmal. Was auch sonst. Und ja. Mal wieder ein bisschen runter vom Gas oder vom Schub, wie man besser sagt. Halten muss ich nicht, sieht er aus. Nee, muss ich nicht. Kann weiterfahren. Ich glaube, wir werden an keinem Bahnhof mehr halten, außer in Kreuzlingen. Ja, ihr könnt auch Spielewünsche in die Kommentare schreiben, wenn ich zum Beispiel jetzt Euro Truck Simulator, also ETS oder sowas zocken soll. Und ja. World of Tanks, Fortnite, Minecraft, BO3 Multiplayer oder so. Hier steht ein Boot. Kannst einfach so nehmen die Gleise, warum nicht? Hier beim Bahnhof, aber wird mir gar nicht angezeigt unten. Ermantiken. Ermatingen heißt es dort, okay. Geh mal runter vom Gas, aber ja, ob hier jemand zusteigen will oder aussteigen will. Also so, zum Sagen kann man sagen, so wie im Bus oder Straßenbahn ist das. Also wenn man raus muss, dann drückt man an dem halt einfach mal Stopp oder so. So sehe ich das halt. Also Geschwindigkeitsbeschreitung. Sorry.
Das habe ich mir jetzt übersehen. Wollte hier jemand aussteigen, wieder einsteigen, genau. Vorne ist 90. Ah, will jemand aussteigen? Ja. Mal bremsen. Ja, will auch jemand einsteigen, also. Auch diesmal gehen die Türen auf der richtigen Seite auf. Das ist immer toll. Und ist 100. Bisschen runterbremsen, halt einsteigen. Ja, oder? Ich glaube, das heißt nein. Hä? Heißt das ja dann? Nee, die will keiner einsteigen. Mal hupen, ganz freundlich. Sind wir auch gleich in gleichen Kreuz. Oh, das hat weh getan. Ich habe mich angestoßen. Gleich sind wir auch in Kreuzlingen angelangt. Hallo. Warum wird mir kein Bahnsteig angezeigt? Oder backt das ein bisschen?
Ah, wir müssen halten. Wir dürfen in den Bahnhof rein. Schön exakt vor dem Signal halten wir. Da können wir schon noch ein bisschen vorrollen. Ah, da ist noch einer drin, sieht aus. Oder schaut aus danach. Wir können rein mit 60. So, da sind wir wieder in Kreuzling. Mal die Anzeige rausnehmen. Hallo. Genau, Anzeige rausnehmen. Einfach mal genau. Und dann haben wir dieses Szenario auch schon durch. Da ist ein Kollege. Der fährt nach E-Kreuzling, war das? E-Glaube ich. Das stand um zu. Ja, fährt nach Kreuzling. Da waren wir jetzt eben halt schon. Oder sind wir gerade? Gut, das war eine erfolgreiche Reise. So, da. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben das gut gemeistert. Ich hab schon wieder von der Stelle von euch. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren und am Freitag beim Livestream dabei zu sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.